Jetzt kommen wir zum Vortrag von Klaus Löser vor unserer Podiumsdiskussion, dann auch der letzte Vortrag heute. Klaus spricht über die Genrefilme von Richard Groschop. Ich nehme an, nicht über alle, du wirst eine Auswahl treffen. Klaus Löser ist Filmkritiker, Autor, Kurator, Filmemacher und Musiker. Seit 1990 ist er Programmgestalter des Brotfabrik-Kino in Berlin. 2009 hat Klaus die Filmreihe Winter AD, filmische Vorboten der Wende, kuratiert, die im Rahmen der Initiativen zu 20 Jahre Mauerfall auf der Berlinale ihre Premiere feierte. Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen von ihm und vor allem zum Underground- und Dokumentarfilm. Klaus, bitte. Ja, danke schön für die nette Begrüßung. Und nein, ich spreche nicht über alle Filme von Richard Groschop. Das würde mehrere Tage in Anspruch nehmen, weil der Mann hat über 130 Filme gedreht, wobei die meisten auch sehr kurze Filme sind. Bei der DEFA hat er relativ wenige, also dann sehr kompakt gearbeitet. Darauf komme ich jetzt gleich noch näher und vor allem auf die drei Filme, die man im weiteren Sinne als politische Kriminalfilme bezeichnen könnte. Eine kurze Vorbemerkung zu dem Titel unserer Tagung. Ich bin da so ein bisschen unsicher, was den Begriff Genrefilm betrifft. Vielleicht, weil ich auch an der Filmhochschule studiert habe und Peter Rabenalt es ganz klar definiert hat damals, was ein Genre ist. Natürlich sind alle Filme irgendeinem Genre zugehörig und auch Stalker ist auch ein Genre. Ja. Und irgendwann hat sich das eingebürgert, ich weiß nicht, ist noch nicht so lange her, vielleicht 10 Jahre, dass man Unterhaltungsfilme plötzlich als Genrefilme bezeichnete. Ich würde doch lieber wieder den Begriff Unterhaltungsfilm einführen als Sammelbegriff für verschiedene Genres. Bei Richard Groschop sind es nun, wie gesagt, also das sind ja auch keine geschützten Begriffe. Jeder von uns kann sich Namen für Genres ausdenken und es gibt ja auch da viele Überschneidungen. Das kam ja heute bei verschiedenen Vorträgen auch schon heraus, dass es ja sozusagen da keine scharfen Grenzen gibt. Also ein Liebesfilm kann gleichzeitig auch ein Spionagefilm sein und im Wilden Westen spielen oder im Weltall. Zweitens, Kriminalfilm, nochmal eine allgemeine Vorbemerkung. Kriminalfilm in der DDR ist auch was sehr Interessantes. Andreas Kötzing hat das auch schon angedeutet, weil wir sprechen ja sozusagen von einem gesellschaftlichen Phänomen, von dem sich der Sozialismus vorgenommen hat, es abzuschaffen. Ja, also weil die Grundwidersprüche in der Gesellschaft sind ja sozusagen, wir sind ja schon dabei gewesen, die Widersprüche aufzulösen. Und was in Kriminalfällen und in den Adaptionen, in den Büchern und in den Filmen passiert, beschäftigen sich im Grunde mit den sozusagen gewesenen Dingen, ja, die wir also hinter uns lassen wollen. Und es war ein großer Vorteil in den Anfangsjahren der DEFA, dass es also den Kalten Krieg gab und vor allem, dass es die deutsche Teilung gab, weil da war es ja ganz leicht, die Ursachen für die Kriminalfälle sozusagen dem Westen immer zuzuordnen. Ja. Und diese Delegation von Schuld und Verstrickung sind in einigen Filmen von Richard Groschop eben sehr stark. Deswegen könnte man sie eben wirklich als politische Kriminalfilme oder wie das in dem Buch dann heißt, in der Überschrift als Kriminalfilme des Kalten Krieges bezeichnen. Ich habe drei Filme mir herausgewählt aus dem sehr umfangreichen Oeuvre von Richard Groschop. Richard Groschop ist alt geworden, 90 Jahre, 1906 in nordöstlichen Thüringen geboren, 1996 gestorben in Kleinmachnow. Er ist also eine faszinierende Persönlichkeit, weil die Vielfalt und die Menge dessen, was er geschaffen hat, doch wirklich kaum zu überschauen sind. Sein Nachlass ist, glaube ich, im Filmmuseum Potsdam, also im Archiv des Filmmuseums Potsdam. Wenn man wieder richtig recherchieren kann, kann man sich da auch wieder auf die Suche machen und weiter ins Detail gehen. Ich habe mich hier in meinem kurzen Vortrag jetzt wirklich auf die Filme konzentriert und auf das, was es sozusagen in mir ausgelöst hat. Also das ist jetzt ein subjektiver Blick. Und da möchte ich Sie kurz einladen, daran
teilzunehmen. Also um nochmal auf dieses umfangreiche Oeuvre zu kommen, er war also aktiv als Filmemacher zwischen 1932 bis 1971. Das heißt, er hat also in drei Gesellschaftsformen Deutschlands gearbeitet, nämlich in der Weimarer Republik, in der Nationalsozialismus und in der DDR. Das ist nichts Außergewöhnliches, das hat ja viele Filmschaffende betroffen. Es gibt ja einige, die haben das auch in vier Gesellschaftsformen geschafft, wie zum Beispiel Hans Deppe, das ist also auch ein Vielfilmer, der dann also einen DEFA-Film zum Beispiel gedreht hat, aber dann auch noch im Westen ein weiteres reiches Werk angehäuft hat. Es gibt auch Filmschaffende in den anderen Gewerken, ja, also die es sogar auf fünf deutsche Länder geschafft haben, also die sozusagen im Kaiserreich angefangen haben und dann in der Weimarer Republik, in der Nazizeit, in der DDR und dann noch in der Bundesrepublik gearbeitet haben. Ich hatte mal diese Überschrift, so der filmende Konditor, das klingt natürlich ein bisschen herablassend, deswegen habe ich das auch wieder zurückgenommen. Tatsache ist, dass Richard Korschop ja sozusagen aus der Amateurfilmbewegung kommt und er hat seine beiden Passionen, nämlich das Backen und das Filmemachen, zeitweilig tatsächlich parallel betrieben. Also er hat auch einen Meisterabschluss gemacht als Konditor und hat in dieser Zeit begonnen, in den 30er Jahren Amateurfilme zu drehen und ist dann aber sehr schnell dann professionell geworden und hat sich also dann auf das Filmemachen konzentriert. Dresden ist ein ganz wichtiger Ort für seine filmische Sozialisierung. Also die Bönau-Film, die Werbefilme produziert hat und Kulturfilme in Dresden war für ihn, war sozusagen der Einstieg in die Filmwirtschaft und hat auch seine weitere Werkbiografie geprägt, weil nach 1945, als der Gründer der Firma dann wieder in seine süddeutsche Heimat gegangen ist, er geflüchtet ist vor den Russen, hat er sich kurzzeitig auch zu einer Flucht und zu einem Weggang entschlossen, ist dann aber zurückgekehrt nach Dresden und hat also dann in Dresden, in den die hießen eine Weile lang noch Böhner-Film und dieses Studio wurde ja dann das spätere DEFA-Trickfilmstudio. Und in diesem Studio, bevor es DEFA-Trickfilmstudio wurde, hat Richard Korschop dann nach seinen nationalsozialistischen Kultur- und Kurzfilmen dann eine ganze Reihe von Kurz- und Propagandafilmen gedreht, zum Beispiel eine ganze Reihe von Augenzeugen. Er hat zwischen 1950 und 1967 vergleichbar zu seinem restlichen Werk nur 11 Filme gedreht als Regisseur. Er ist dann pünktlich in Rente gegangen 1967, hat aber fürs Fernsehen noch 2 Filme gedreht. Die 3 Filme, die ich jetzt noch kurz erwähne, sind politische Kriminalfilme im weiteren Sinne. Sie sind verbunden durch die deutsche Teilung. Der erste Film, Sie kannten sich alle, ist also vor der Errichtung der Mauer in Berlin gedreht worden. Er spielt sozusagen an der Grüngrenze, die ja zu dieser Zeit schon relativ dicht war, aber für das Filmgeschehen eine wichtige Rolle spielt. Der mittlere Film, die Glatzkopfbande, spielt genau an der Scheide zwischen dem 13. August und der Zeit danach, also ich komme gleich nochmal dazu, und der dritte Film ist sozusagen eindeutig dann ein Nachmauerbaufilm. Inwieweit spielt nun also die deutsche Teilung da eine maßgebliche Rolle? Sie sehen keinen Filmausschnitt aus, Sie kannten sich alle, deswegen muss ich das jetzt kurz erklären. Wir sind also in einer bergigen Kleinstadt, es könnte seine thüringische Heimat sein, nahe der Westgrenze. Und dort gibt es ein Autowerk, dort werden Motoren modernster Bauart und Sportwagen produziert. Und gleich zu Beginn, das ist auch wichtig, gibt es einen Unfall und einer der beiden Testfahrer stirbt. Und nun, typische Who-Done-It-Konstellation, wird also diese Kleinstadt, der Vorteil des geschlossenen Raums, überschaubare Personalien, wird sozusagen durch die Ermittler und wir als Zuschauer, als Zeugen, nehmen an dieser Ermittlung teil und es gibt also ein gewisses Wechselspiel von möglichen Verdächtigen. Einige werden
anfangs sehr verdächtig eingeführt, die stellen sich dann als harmlos heraus. Es gibt also einige sozusagen Haken, die geschlagen werden. Und zuletzt ist dann klar, wer der Böse ist und wer der ganz, ganz Böse ist. Und dann gibt es sozusagen ein Show-off und eine dramatische Schlussszene. Und dann haben die guten Kräfte über die Bösen gewonnen. Dem Bösen wird das Handwerk gelegt. Es stellt sich heraus, dass also in dieser Kleinstadt, das ist ganz komisch, und wenn Andreas Kötzing über die Inszenierung des Ministeriums für Staatssicherheit in der DEFA spricht, ist das auch ein wichtiger Baustein. Das ist diese kurze Phase, als die Mitarbeiter des MFS als ganz normale Ermittler dargestellt wurden. Also es gibt ja auch diesen Film, ich glaube, Andreas, du hast den Titel auch genannt, Schwarzer Samt. Da spielt Fred Delmare hier ein Offizier des Ministeriums für Staatssicherheit. Er spricht in die Kamera und stellt sich vor als MFS-Mitarbeiter oder eben im erwähnten Kurt-Metzig-Film. Da gibt es auf dem Bahnhof ein ganz normales Büro für die Stasi, wo sich also besorgte Bürger direkt hinwenden können, um sozusagen im Zweifelsfalle zu melden, dass ihr Lebenspartner sich mit bösen Absichten trägt. So ist es auch in dem Film. Sie kannten sich alle. Da kommen also diese beiden Ermittler in diese komische, im Tal gelegene Ansiedlung. Und die sind alle sehr verdruckst, die Bürger. Es ist klar, die haben alle irgendwie Dreck am Stecken. Es gibt eigentlich dann keine positive Figur. Die einzige positive Figur, die beiden positiven Figuren sind die Ermittler. Und sie müssen sich also ganz allein durch dieses Dickicht schlagen. Die Mauer stand noch nicht, aber die grüne Grenze war bereits schon relativ dicht. Es gibt im Dorf bzw. in der Kleinstadt einen Automechaniker, der sich dann als der wirklich Böse, also als der böseste Bösewicht entpuppt, der faktisch mit seiner Autowerkstatt in der Kleinstadt schon einen Art Brückenkopf für den Kapitalismus errichtet hat. Er sagt es auch ganz klar, dass er also nicht bis zu dem Tag X warten will, bis also die bürgerlichen und die rechtmäßigen Inhaber der Automobilindustrie wieder in ihr Recht kommen. Er will also jetzt schon das vorantreiben, und das wird ihm auch zum Verderben, muss man sagen, weil er also übereifrig wird und diese Intrigen vorantreibt und auch vor Mord und Totschlag nicht zurückschreckt. Interessant wieder Ulrich Thein, der so eine Art mittelschwerer Bösewicht in diesem Film ist, weil wir Ulrich Thein ja dann in dem nachfolgenden Film Die Glatzkopfbande dann als Ermittler der Volkspolizei bzw. des Ministeriums für Staatssicherheit erleben. Dieser Film entstand, also er kam in die Kinos 1962 nach dem Mauerbau. Er gehört sicher zu den bekanntesten Filmtiteln zumindest, Die Glatzkopfbande. Das impliziert ja schon ein interessantes Sujet, und diese Glatzköpfe erleben wir im Film auch tatsächlich. Das ist eine spektakuläre Szene, also die rituelle Rasur des Haupthaares. Müsste man jetzt mal religionsgeschichtlich gucken, was das nicht bedeutet. Fest steht, es ist also ein Proto-Skinhead-Film, der aber unabhängig von der tatsächlichen Skinhead-Bewegung entstand, die doch etwas später dann in London erst bekannt wurde. Und im Film Die Glatzkopfbande bezieht sich allerdings der Kopf dieser Bande ausdrücklich auf Jules Brynner und seine Rollen, also der ja durch das rasierte Haupthaar besonders bekannt wurde. Und also die glorreichen Sieben, da ist er ja zu sehen, den konnte man ja noch sehen. Also er lief ja dann später nochmal in der DDR, aber es ist klar, dass diese bösen Jugendlichen oder die auf dem Irrweg sich befindlichen Jugendlichen, die in der Glatzkopfbande porträtiert werden, dass die ganz stark von westlichen Einflüssen geprägt sind, und da gehört das Kino dazu. Und Berlin bis zum 13. August ohne Mauer, da war es natürlich ganz einfach, mit dem S-Bahn-Ticket in den Westen zu fahren und sich dort die Filme seiner Wahl anzuschauen. Und
diese Gruppe von Jugendlichen ist offensichtlich noch davon geprägt. Es kommt noch mehr hinzu. In dem Fall des Kopfes der Glatzkopfbande liegt also auch ein ganz konkreter militanter Hintergrund vor. Es stellt sich heraus, dass er bei der Fremdenlegion gedient hat und also ein Killer ist. Ja. Und der Film beginnt auch wieder mit Toten, ja, wie schon, also sie kannten sich alle. Es gibt in einer sozialistischen Großbaustelle einen Unfall, ein Gebäude stürzt ein und begräbt zwei Unschuldige unter sich. Und es stellt sich heraus, dass also aus, es ist kein Mord, aber es ist zumindest Totschlag, weil die verantwortliche Brigade, die diesen schlampigen Bau zu verantworten hat, sich aus den Mitgliedern der Glatzkopfbande rekrutiert hat, die nach der Fertigstellung dieses Baus an die Ostsee gefahren sind und jetzt also und nicht nur an die Ostsee gefahren sind, sondern auch ihren Job dort an dieser Baustelle abgebrochen haben, was dann die Ermittlungen auch ein bisschen kompliziert macht. Wir sehen jetzt kurz hintereinander zwei Szenen aus dem Anfang. Also es ist überhaupt, das sind die ersten Bilder des Films, wo wir also die Mitglieder der Gang noch anonym erleben und die Glatzkopfbande ist also nicht nur ein Proto-Skinhead-Film, er ist ja auch ein Motorrad-Gang-Film. Das ist für den Ostdeutschen, also es gibt ja schon extrem wenige Roadmovies in der DDR, was ja absolut erklärlich ist, weil worin man in einem geschlossenen Land auch immer zu hin. Ja. Und hier ist also der Bezug auf dieses Genre des Motorrad-Gang-Films. Natürlich auch kurios, ja, also weil daraus zog der Film ja auch einen großen Teil seiner Attraktivität und aus diesen sozusagen aus diesen ikonografischen Äußerlichkeiten, die diese Gang praktiziert, hat sich ja auch der Schauwert des Films dann gespeist und da passiert, also da ist ein spannendes Paradox drin eingebaut, weil dass an dieser Stelle die DEFA im Grunde die Mittel benutzt, die sie selbst beim Klassenfeind kritisiert, ja, und damit dann das Publikum ins Kino lockt. Es ist ganz klar, dass also Glatzkopfbande war ein Publikumserfolg. Man spricht von 2,2 Millionen Zuschauern nach wenigen Wochen. Genau verifizieren lassen sich ja die Zahlen nicht. Da muss man immer vorsichtig sein. Aber fest steht, er hat sehr viele Zuschauer rekrutiert und er hatte auch den Status eines Kultfilms. Aber dazu sage ich gleich noch was. Jetzt sehen wir erstmal diese beiden ersten Szenen, also die allererste Szene des Films, die sozusagen das Genre etabliert und die anonyme Gruppe der Übeltäter. Und dann sehen wir, die fahren ja, wie gesagt, von der Großbaustelle dann an die Ostsee auf Usedom, um dann dort ihr Unwesen zu treiben. Und wie dieses Unwesen aussieht, zeige ich Ihnen dann in dem zweiten kleinen Clip, der sich dann an den sozusagen Establishing Shot anschließt. Thank you.
das ist natürlich auch ein Zitat, es gibt dieses Schlüsselwerk, so wie Easy Rider, also der Mark, also diese Wegmarke des Roadmovies war, gab es eben von Laszlo Benedek schon 1954 Wild One mit Marlon Brando in der Hauptrolle, was sozusagen die Blaupause für viele spätere Biker-Filme war. Und das ist, könnte man sagen, auch fast ein 1:1 Zitat. Und die Frau verhält sich erstaunlich cool, muss ich sagen. Also sie zündet sich noch eine Zigarette an, dann ihrem Trabant 500. Und sie werden dann bald schon wieder aufeinandertreffen. Und diese angekündigte Campingplatz-Szene zeige ich Ihnen jetzt. Also hier haben wir noch die sozialistische Urlaubsgemeinde im Glück und in Eintracht. Und dann kommen die Eindringlinge. Hier macht Vater erstmal die müden Glieder lang. Guck mal, na das ist ja ein starkes Stück. Das ist aber unsere Burg. Na sowas. Die haben wir uns gebaut. Tüchtig, tüchtig. Ich möchte Sie bitten, unsere Burg zu verlassen. Bin ich müde. Wir wollen uns aber hier hinlegen. Na wunderbar. Das ist doch ein Angebot. Werden Sie bloß nicht zu frech. Nun mal sachte Zahn. Wir verlangen, dass Sie hier rausgehen. Benehmen Sie sich mal anständig. Verlassen Sie die Burg. Ach, da ist ja die Geige von gestern Abend. Der Saftneger will schon wieder stänkern. Der Strand gehört allen. Genau. Also Schluss. Machen Sie, dass Sie fortkommen. Holt ihn weg, Opa. Schieb ab, sonst kriegst du ein paar gedrückt. Und nun fort. Komm doch, Opa. Lass dich nicht provozieren. Wir sprechen uns noch. Das haben Sie prima gemacht. Solche Angeber brauchen nur an den richtigen Mann zu geraten. Ach, aber ich bitte Sie, das hätte doch jeder andere auch. Selbstverständlichkeit. Der ist nett. Der Mann, der hier also die Ehre der Campingplatzbewohner verteidigt, ist übrigens Schriftsteller. Ja? Also das, und er gehört dann auch zu denjenigen, die weiter gegen diese Gruppe aktiv vorgeht. Es gibt mehrere äußerst attraktive Action-Szenen in diesem Film. Und die zentrale Action-Szene ist der Tumult in der Kantine des Campingplatzes, wo also eine sich hochschaukelnde Unruhe unter den Jugendlichen, aufgeputscht durch diese Glatzkopfbande, sich auf weitere Kleingruppen sozusagen überträgt und da ein Tumult gegen den ABV sich hochschaukelt. Erik S. Klein spielt den, der sich da auch sehr wacker schlägt. So, jetzt wird es interessant, weil sich spätestens an dieser Stelle Wirklichkeit und Defa-Wirklichkeit überschneiden, weil es gab einen authentischen Fall, der diesem Film zugrunde liegt, wie erwähnt. Tatsächlich 1960, also noch vor dem Bau der Mauer, gab es auch in Bansin auf Usedom diesen Tumult auf dem Campingplatz und auch die Attacken auf den ABV. Und es wurden Bereitschaftspolizisten aus Wolgast herangefahren, die das dann niedergeschlagen haben. Und es wurde anschließend dann eine Gruppe von sogenannten Wedelsführern, wie das immer war, dingfest gemacht, denen dann ein Prozess bereitet wurde. Nicht nur ein Prozess, sondern es war ein Schauprozess, der begleitet wurde von großen Pressekampagnen, äußerst unappetitlichen Darstellungen in der Tagespresse des Bezirks Rostock. Da waren also Karikaturen, wo gleichzeitig Franz Josef Strauß, der ja damals immer als NATO-Kriegsminister der Bundesrepublik bezeichnet wurde, zu sehen. Und SS-Runen, und diese wurden also in Zusammenhang gebracht mit dieser Jugendrevolte, die also auf dem
Campingplatz stattgefunden hat. Und der Film entstand, als diese Jugendlichen bereits, also ein Teil dieser Jugendlichen bereits in Haft waren. Und besonders makaber ist der Umstand, dass als der Film dann kurz vor der Premiere stand, dass eine Werbemaßnahme stattfand, also im Filmspiegel zum Beispiel, der sich dann, also diese Kampagne sich explizit auf den konkreten Fall bezogen hat, wo also diese armen Schweine, sage ich jetzt mal, nochmals missbraucht wurden. Ja, also sie wurden faktisch für die Authentizität nochmal, also bemüht, dieses DEFA-Films, und sie hatten ja keinen fairen Prozess. Ja, denn tatsächlich gab es ja dieses Rauditum, um mal diese übliche Sprache zu benutzen, aber es ist ja nicht von einem fairen Gerichtsprozess die Rede. Also es kann davon keine Rede sein. Und überhaupt, wenn man über diesen Fall der Glatzkopfbande nachdenkt und da so ein kleines bisschen rein recherchiert, dann ist man auch ganz schnell an dem Punkt, also wenn die Frage wieder mal gestellt wird, war die DDR ein Unrechtsstaat, muss man ganz klar sagen, ja, schauen Sie sich diesen Film an und lesen Sie darüber, was wirklich passiert ist. Da hat übrigens die Historikerin Inge Benewitz, ihr ist zu verdanken, dass das ausführlich recherchiert wurde. Und sie hat also dann auch diejenigen, die Jugendlichen, die noch zu finden waren und die damals an dem Fall beteiligt waren, auch ausfindig gemacht und hat das alles akribisch recherchiert. So, kurz noch zum Problemwort Kultfilm. Wenn wir nachdenken über die DEFA, was waren jetzt die Kultfilme? Es gibt ein paar auf jeden Fall, also die Legende von Paul und Paula gehört auf jeden Fall dazu, Spur der Steine aus anderen Gründen auch. Der Film auch so ein bisschen, ja, weil er hatte einen Ruf, also auf jeden Fall. Und es ist da was Merkwürdiges passiert, wenn man der Quellenlage nachgeht, dass auch, also einige Fälle sind tatsächlich auch von Frau Benewitz recherchiert wurden, dass während der Filmvorführung im Kinosaal Sympathiebekundungen für die Falschen geäußert wurden. Also dass die Gang, die wurden beklatscht und sozusagen mit Bravo-Rufen quittiert. Und das war ganz sicher nicht die Absicht der Studioleitung und auch nicht des Regisseurs. Um nochmal autobiografisch zu reden, als ich dann begann, mich für die DEFA-Geschichte zu interessieren, war der Film nicht zu sehen. Also ich kann mich irren und okay, ich habe in Karl-Marx-Stadt gelebt, da gab es auch kein Kamerafilm-Kunsttheater mit Reprisen und so weiter. Da hätte man nach Leipzig fahren müssen. Aber mich hat der Film interessiert und ich konnte den damals nicht sehen. Also ich habe den dann erst in den 90er Jahren gesehen und finde ihn interessant. Also ich finde ihn total sehenswert. Und dies nochmal im Zusammenhang mit der Tagung. Ich finde es großartig, dass jetzt endlich mal so ein bisschen in die Nebenbereiche des DEFA-Erbes geschaut wird, weil im Zusammenhang mit der Kanonisierung hat mich auch schon manchmal so ein bisschen so ein ungutes Gefühl begleitet, wenn man also auch Filme zeigt in der Welt, die zu Recht auch als gute Filme oder vielleicht sogar als Meisterwerke eingestuft werden, stellt sich ein bisschen so das falsche Bild her. Ja? Also, wenn man nur die guten Filme zeigt, fehlt ja was. Ja? Und zwar, es fehlt das meiste, weil die meisten Filme der DEFA waren eben nicht so gut, als dass man da von einem Korpus sprechen könnte, der durchschnittlich doch eher gut war. So. Wenn wir jetzt über Unterhaltungsfilme sprechen, kann man sich auch mal entspannt mit den weniger guten Filmen beschäftigen. Und ich würde noch weitergehen, man muss auch die schlechten Filme zeigen. Man muss auch die propagandistischen und unangenehmen Filme zeigen und darüber reden. Also dazu ist die Filmgeschichte da. Ich will Ihnen jetzt also die ganz interessante Szene des Tumults zeige ich Ihnen nicht. Aber ich möchte noch mal zeigen, also dieses Schlüsselmoment, als der Ermittler, also es gibt eine Parallelhandlung lange. Also wir sehen einerseits die Jugendlichen auf dem Campingplatz und die Aktion und die Gegenaktion der Guten. Und es geht immer so ein bisschen hin und her. Und parallel dazu erleben wir die Ermittlungen des Volkspolizisten. Da ist auch, wie Andreas Kötzing sagte, nicht so richtig klar, ist das jetzt Kriminalpolizei oder ist das auch schon
das Ministerium für Staatssicherheit. Es geht eher in Richtung Volkspolizei hier in dem Fall. Das reale MFS hat dann erst sozusagen in dem Moment des Prozesses eingegriffen, beziehungsweise als die Jugendlichen dann schon in Untersuchungshaft waren. Das ist nachweisbar, dass dann also auf die sozusagen Westbeeinflussung und die Regelsführer wurden benannt durch Einflussnahme des Ministeriums für Staatssicherheit. Und wir sehen aber jetzt noch einen Ausschnitt über die, also die Ermittlungen des Volkspolizisten zeigen. Das ist auch schön, weil er ist ziemlich einsam zu sehen, wie er da ermittelt. Er hat aber einen guten Freund, und das ist ein Hund. Komisch, ja, also das ist die Figur des Ermittelnden, der dann am Ende, so ist das auch ein Stereotyp, was ja in vielen Kriminalfilmen der DEFA vorkommt, also auch in dem anderen Kroschop-Film, sie kannten sich alle, so steht es auch im Programmheft, dank der Sicherheitsorgane und des Zusammenwirkens mit der Bevölkerung, mit der wachsamen Bevölkerung, konnten also dann diese feindlichen Elemente zur Strecke gebracht werden. Und jetzt sehen wir hier nochmal eben diese kurze Szene, die ist auch eher am Anfang des Films verortet, also in der Phase der Parallelmontage. Die Jugendlichen sind weg, haben die Baustelle verlassen. Das stellt sich als großes Problem dar, weil auch die Kaderakten verschwunden sind. Unvorstellbar, dass das in der DDR möglich war. Und er stochert erstmal eine ganze Weile im Dunkel, aber er ist genau und findet dann handgreifliche Beweise im Spind. Also. Das Hausbuch nehme ich mal ein paar Tage mit. Von hier aus. Was ich sagen wollte. Wie sind Sie denn so mit denen hier ausgekommen? Hm? Wer mit denen auskommen will, darf man nicht viel sagen. Haben Sie niemals versucht, ein bisschen erzieherisch zu wirken? Versuchen Sie das mal. In der kurzen Zeit, bei dem Facharbeitermangel, den wird der Zucker in den Arsch geblasen. Na, nur mal konkret. Wie haben sich die Burschen aufgeführt? Ja, schlimmer als alle anderen auch. Was denn, sind alle jungen Leute so? Was sind da? Seien Sie froh, dass Sie damit noch nie zu tun gekriegt haben. Debrin, das ist doch gegen Malaria. Legio Patria Nostra. Wer hatte diesen Schrank? Wissen Sie natürlich nicht. Woher soll ich das wissen? Das hätte mich auch gewundert. Ah, Genosse Bertram. Hier. Über diese sechs Mann muss ich schnellstens mehr wissen. Eventuelle Vorstrafen und so weiter. Nehmen Sie es gleich mit zur Dienststelle. In Ordnung. Und hier sind die Adressen der beiden Betonarbeiter. Aha. People und Opa. Na, mal sehen, was da zu hören gibt. Es sind nicht nur die unvermeidlichen Lanzerhefte, die hier in dem Spind gefunden werden, sondern es ist auch ein Totschläger. Ja, also das über Leichen gehen ist eben das Wichtige, um den potenziellen Feind zu charakterisieren. Es gibt einen ausführlichen Showdown, auch wieder ähnlich wie mit Sie kannten sich alle, an der Grenze spielen, beziehungsweise das letzte Aufbäumen der umkreisten Glatzkopfbande mündet also in einem Fluchtversuch und sie wollen also dann über die Ostsee nach Schweden und das ist fast schon ein bisschen, also ich habe es als traurig empfunden, weil diese jungen Rebellen in ihren Lederjacken und mit ihren Glatzköpfen. Sie sitzen da auf dieser Halbinsel Usedom und wo wollen sie hin? Ja, sie können doch nach Polen flüchten, aber eigentlich ist der Sack schon zu. Ja. Und der Film ist zu Ende. Ich habe eine ganze Reihe von unvorteilhaften oder nicht so sympathischen Dingen über Richard Kroschop oder über seine Filme gesagt. Ich habe ihm sicher Unrecht getan, wer ihn kannte. Ich kannte ihn nicht. Weiß ganz bestimmt auch anderes zu berichten.
ich bin fasziniert von der Vielfalt dessen, was er getan hat. Er hat ja, das habe ich vorhin vielleicht ein bisschen zu schnell durch seine Biografie. Also er hat ja nicht nur Filme gemacht, er hat ja sich auch für das Amateurfilmschaffen dann noch weiter engagiert in der DDR und war Vorsitzender der Filmclubbewegung für eine kurze Zeit. Und er hat Bücher geschrieben für Amateurfilmemacher. Und er war sogar dann mal Fachrichtungsleiter Regie an der Filmhochschule, damals noch Institut für Filmkunde in Babelsberg. Und er hat vieles, vieles getan. Aber ich möchte jetzt nochmal auf den Film zurückzukommen und zum dritten Beispiel, weil das ist dann schon eigentlich eine gewisse Gutmachung, weil sein bester Film, also sein erfolgreichster Film war auf jeden Fall Ching Hong Goch, Die große Schlange, sein letzter Film bei der DEFA, der Indianerfilm, aber sein bester Film, und es ist ein guter Film, ist Entlassen auf Bewährung von 1965, ist gleichzeitig vielleicht auch einer seiner unbekanntesten. Ich bin auch Ralf Schenk dankbar, dass er mich da nochmal darauf hingewiesen hat, weil dieser Film wirkt tatsächlich wie ein Korrektiv zu dieser Härte, die die Glatzkopfbande darstellt. Also dieser zynische Umgang mit den Jugendkulturen und diese sozusagen Aburteilung dieser ungebändigten Energien, die in diesem Film stattfindet, weil der Film Entlassen auf Bewährung eine Art von inoffizielle Fortsetzung dieses Films ist. Also es gibt so indirekte Anknüpfungspunkte. Es wird aber durch einige Szenen und Rückblenden und Traumata, innere Bilder in dem Film doch schon angedeutet, dass die Hauptfigur Conny einer der Mitglieder der Glatzkopfbande sein könnte, die auf Bewährung, deswegen der Titel Entlassen auf Bewährung, vorzeitig in die DDR-Realität entlassen wird und also nach Berlin kommt und sich versucht, in der Gesellschaft zu reintegrieren. Und der Film ist in mehrfacher Hinsicht überraschend. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Anfangsszene. Es fehlt am Anfang ein kleines Stück, aber Sie sehen die Rückkehr des Helden in das normale Leben und tatsächlich den Gang aus dem Dunkel ans Licht und wieder das Hineingehen in das Dunkel. Und das ist eine Exposition in der DEFA, die ungewöhnlich ist, weil sie also sozusagen auch schon den Rückzug oder die Skepsis gegenüber dieser Relativfreiheit mit einschließt. Der zweite Punkt ist, dass der Film formal sehr ungewöhnlich ist. Und wir reden gleich nochmal drüber. Ich zeige Ihnen jetzt erstmal diese Szene, von der ich eben sprach.
Das sind also wirklich tolle Aufnahmen, interessant fotografiert, teilweise mit dokumentarisch oder auch versteckter Kamera. Der Film ist nicht durchweg von dieser Aufregung, ja? Aber er hat diese Klammer, die sehr schön ist, und er ist dann in dem Mittelteil, in dem langen Mittelteil nicht minder spannend, weil er dem Ideal der sozialistischen Integration völlig widerspricht. Es ist kein Zufall, dass jetzt das Kind hier zu sehen war, weil eigentlich die Kinder und seine Partnerin, gespielt von Angelika Domröse, eigentlich die einzigen beiden Figuren oder Gruppen von Figuren sind, die zu ihm Vertrauen haben. Im Betrieb, also zunächst hier bei seinem Vermieter, kaum ist der junge Mann wieder aus dem Zimmer, aus diesem erbärmlichen Zimmer, was er angemietet hat, fängt er an, da in den Sachen rumzuschnüffeln, ja. Die Leute sind voller Missgunst im Betrieb, dem er zugeteilt wird, eine Druckerei. Gewerkschaftsvertrauensleute sind misstrauisch. Es gibt von Anfang an Gerüchte, dass er ein Mörder sei. Er ist im Grunde ausgeschlossen von der Gesellschaft und hat keine Chance, im Grunde seinen Eingliederungswillen wirklich zu realisieren. Nur seine Frau, also seine Geliebte, hält zu ihm. Auch interessant dabei, dass sie sozial weit über ihm steht. Ja, er ist hier im Grunde, er hat im Gefängnis seinen Facharbeiterbrief gemacht und sie arbeitet im Labor und ist im Grunde viel höher qualifiziert, aber sie glaubt an ihn. Ja. Niemand sonst glaubt an ihn. Und dadurch kommt er in eine tiefe Krise, in eine Sinnkrise und kommt wieder mit diesen gefährlichen kriminellen Elementen in Kontakt mit dem, also seinem Zellenkumpel aus dem Gefängnis, überredet ihn dann wieder zu Straftaten oder ist kurz davor, Straftaten zu begehen. Und die Vergangenheit holt ihn ein. Sie holt ihn auch ein durch diese Biker-Ikonografie. Also es gibt eine sehr schöne Szene, die spielt in Weißensee vor dem Kino Toni. Und da kommen also so einige Motorradfahrer wieder in dieser schwarzen Kluft und umkreisen ihn, und er schafft es aber da noch, die Kurve zu bekommen. Weißensee war übrigens tatsächlich in der Zeit ein bisschen so ein Hotspot für solche Bandenkriminalität. Thomas Heiser hat mir das mal erzählt, der hat da recherchiert und hat da so mehrere Gangs gefunden, die in Polizeiberichten zu finden sind. Und eine von diesen Gangs waren die Bärtigen, die haben damals viel Unruhe verbreitet im Weißensee. Er schafft es immer gerade noch so, die Kurve zu bekommen, unser Conny hier in dem Film. Und zuletzt sieht es aber ganz schlimm aus. Und er ist im Grunde wieder auf dem Pfad hinab. Und Sie sehen jetzt den Moment der Rettung. Das ist die Schlussszene, das ist nicht ganz wieder die Schlussszene. Also, aber reitet dann das Happy End vor, was keins ist. Ja? Also er kann zwar sozusagen das vermeiden, jetzt wieder straffällig zu werden, aber die Gesellschaft ringsherum ist nicht besonders offenherzig. Ja? Und hinzu kommt also das historische Wissen, also die Mauer ist zu. Und der ganze Film ist von einer merkwürdigen, klaustrophobischen, beengten, frustrierten, verdrucksten Atmosphäre geprägt. So habe ich das vielleicht projiziere ich da auch was hinein, aber der Film ist wirklich auch wert, in aller Gänze gesehen zu werden. Jetzt zeige ich Ihnen also diese Fast-Schlussszene, als er gerade noch die Kurve bekommt. Oh,
Es geht nicht. Wo willst du denn hin? Woher hast du den Wagen? Du hast doch keine Fahrerlaubnis. Wie kommst du hierher? Ich war in der Druckerei. Ich muss was besorgen. Ich fahre dich zurück. Conny, ich habe heute Lass nur. Vielleicht hast du recht. Mit mir ist nichts mehr los. Ich bin mir selber im Wege und den anderen auch. Aber du hast doch auch Freunde dort. Freunde. Es liegt jetzt alles bei dir. Sie warten auf dich. Du gehst doch zurück, ja? Ja, natürlich. Du liebst mich doch. Es wird für mich nie eine andere Frau geben. Das weißt du doch. Mal, dass du einen umlegst. Wo wollen Sie hin? Sie müssen uns fahren, ein Unfall. Dann fahren Sie doch. Verfluchter Bengel. Hätte sich das Genick brechen können. Schlimm? Es war ziemlich hoch. So eine halbe Portion. Wie schnell kann so ein Leben hin sein? Hoffentlich geht's gut. Mhm. Schönen Dank auch für den da. Aber es ist ja bezeichnend, dass die Rettung nicht durch eine Katharsis erzählt wird. Also es gibt keine Entwicklung, durchschlagende Entwicklung hin zum Guten, sondern durch einen Zufall. Also die Rettung ist im Grunde auch wieder durch einen Unfall
herbeigeführt wurden und wir werden so ein bisschen im Unwissen entlassen. Dieses Bild des Volkspolizei, also diese Volkspolizei Pieta, finde ich auch irgendwie ein merkwürdiges Bild. Ja. Und auch interessant, dass diese Klammer eben über die Kinder erzählt wird, ja, und die Unschuld, die Rettung der Unschuld. Man kann viel nachdenken über den Film, er ist es wert. Und ja, damit bin ich jetzt auch am Ende. Man könnte die Spekulationen ja noch ein bisschen weiter treiben. Der Film ist Anfang 1965 fertig geworden. Was wäre gewesen, wenn er vielleicht noch ein bisschen später ins Kino gekommen wäre? Wäre er dann vielleicht sogar verboten worden? Man weiß es nicht. Also das ist ein reizvoll, also eine Denkübung. Ja, wegen des 11. Plenums, so ungewöhnlich wie der Film formal und auch inhaltlich gebaut ist, könnte man das annehmen, dass er mit in diesen Strudel hineingeraten wäre. Er ist es nicht. Also halten wir uns ans Faktische. Danke für die Aufmerksamkeit. Für diesen wirklich sehr interessanten Einblick und vor allem über deine Fortführung von der Glatzkopfbande zur Entlassung auf Bewährung fand ich da absolut interessant. Wir haben, ich bin heute die Bad Guy, wir haben nicht viel Zeit, um Fragen zu beantworten, aber ein, zwei Fragen würden wir trotzdem gern machen. Alle anderen nehmen wir nachher mit in den Sektempfang. Gibt es Fragen? Dort bei Andreas Kötzing. Also bei Entlassen auf Bewährung braucht man, glaube ich, gar nicht viel spekulieren. Wenn der nur einen Monat später ins Kino gekommen wäre, hätte der wahrscheinlich genau das gleiche Schicksal ereilt wie Frank Vogel mit Denk bloß nicht, ich heule, der wäre zum Vorführfilm geworden für all das Schlechte, was man den Gegenwartsfilmen und den Schilderungen der kriminellen Jugendlichen dort vorgeworfen hat. Es ist eigentlich ein Wunder, dass er auf dem 11. Plenum tatsächlich keine Rolle mehr gespielt hat. Und wenn man sich vorstellt, was mit Frank Vogel passiert ist, weiß man nicht, wie es Richard Kruschop danach ergangen wäre. Aber die Frage, die ich gerne stellen würde, ist, weil ich das gerne zum Anlass nehmen würde, das auch noch mal ein bisschen zu öffnen und darüber nachzudenken, inwieweit sich eigentlich am Beispiel von Richard Kruschop auch zeigt, ob man Genre-Filmarbeit auch primär eigentlich als Handwerk versteht. Also jeder gute Regisseur oder jemand, der sein Handwerk gelernt hat, der kann Genrefilme inszenieren, weil er weiß, nach welchen Mechanismen sie funktionieren oder was von ihm erwartet wird. Weil wir haben jetzt ja schon häufiger gemerkt oder beobachtet, dass jemand wie Helmut Juba zum Beispiel, der als Kinder- und Jugendfilmregisseur sich einen Namen gemacht hatte, dann auf einmal auch einen Agentenfilm gedreht hat. Oder Siegfried Hartmann, der auch Märchenfilme gedreht hat und dann auf einmal 12 Uhr mittags kommt, der Boss macht. Weißt du etwas über Richard Kruschop und sein Verständnis, was diese handwerkliche Komponente des Filmemachens angeht? Er war ein totaler Handwerker. Also deswegen ist das mit dem Konditor, was ja auch ein wichtiges, traditionelles Handwerk ist, also die Analogie ist schon an der Stelle nicht so falsch. Er hat auf Auftrag hin, so wie er einen Bienenstich hergestellt hat, hat er eben auch einen Indianerfilm gedreht. Er konnte das. Und also das war sozusagen, würde ich mal als leidenschaftslose Tätigkeit beschreiben. Das klingt jetzt auch wieder nicht so vorteilhaft, aber das ist natürlich ein gewisses Repertoire von Dingen, die man wissen muss, dramaturgisch, aber eben auch vor allem technisch. Man könnte die Frage auch umgedreht stellen. Also wäre denn Jean-Luc Godard zum Beispiel in der Lage gewesen, einen wirklich einen richtigen Unterhaltungsfilm herzustellen? Wahrscheinlich wäre das auch schiefgegangen. Also das ist auch wieder das Feld der Spekulation. Aber nochmal ganz kurz zu Frank Vogel. Der große Unterschied zwischen den beiden ist ja, dass Richard Kruschop, wäre er verboten worden zu dem Zeitpunkt, ja schon ein nicht so geringes Oeuvre geschaffen hatte, währenddessen Frank Vogel ja diesen Genickschlag ganz am Anfang bekommen hat und im Grunde sich nie wieder erholt hat. Also Frank Vogel ist echt auch ein tragischer Fall der DEFA-Geschichte. Gibt es weitere Fragen? Jetzt sind alle vorsichtig, weil ich so vorgewarnt hatte. Wir nehmen die Fragen mit nach der Podiumsdiskussion. Vielleicht wird das eine oder andere auch hier in der Podiumsdiskussion aufgegriffen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Klaus Löser, für alle stellvertretend. Vielen Dank. Applaus